So, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich denke, wir beginnen mit unserem letzten Webinar in diesem Kalenderjahr. Herzlich willkommen hierzu. Mein Name ist Fabian Müller. Ich arbeite hier bei der Firma Pajung im internationalen Vertrieb. Und unser heutiger Referent, der Sargmeister, den sehen Sie ja auch schon im Bild eingeblendet. Hallo, Herr Sargmeister. Ja, heute schließt sich hier für uns, für die Firma Pajung und alle, die mit der Organisation unserer Webinarreihe involviert sind, so ein kleiner Kreis. Fast genau vor einem Jahr haben wir nämlich unser erstes Regionalanästhesie-Update-Webinar durchgeführt. Und wenn wir da heute darauf zurückblicken, so schauen wir da auf insgesamt jetzt 14 deutschsprachige Webinare die letzten 12 Monate mit über 2.500 Teilnehmern insgesamt, welche wir natürlich auch mit der großartigen Unterstützung von 24 Referenten veranstaltet haben. Deshalb an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben und natürlich vor allem auch an Sie, liebe Zuschauer, die Sie uns über die letzten Monate die Treue gehalten haben. Die positive Resonanz, die uns da sozusagen entgegenschwappt, verstehen wir natürlich auch als Verpflichtung, unser Regionalanästhesie-Update weiter fortzuführen. Das werden wir auch im kommenden Jahr dann tun. Heute hier freuen wir uns aber jetzt erstmal auf Herrn Sargmeister. Er ist Oberarzt im Krankenhaus Landshut Achdorf und er wird uns über die Möglichkeiten der ultraschallgesteuerten Regionalanästhesie in der Notaufnahme berichten. Bevor wir mit dem Webinar jetzt gleich starten, gebe ich noch kurz ein paar technische Hinweise, wie üblich an dieser Stelle. Sie sind hier in einem Webinar, das heißt nicht in einem Zoom-Meeting, wie Sie das vielleicht schon kennen. In einem Webinar haben Sie als Zuschauer nicht die Möglichkeit, Ihren Ton oder Ihre Kamera einzuschalten. Sollten Sie Fragen haben, so ist es jederzeit willkommen. Nutzen Sie dazu bitte die F&A-Funktion, die Sie in Ihrer Zoom-Kontrollleiste entweder am unteren Ende oder am oberen Ende Ihres Bildschirmes finden. Die Fragen werden dann von Herrn Sargmeister am Ende des Vortrags beantwortet. Achten Sie darauf, wenn Sie Ihre Fragen einstellen, dass Sie dies bitte anonym tun, weil wir zeichnen das Video auf. Veröffentlichen das dann auf unserem YouTube-Kanal in circa 8 bis 10 Tagen und wir haben dann mit dem Datenschutz auch keine Themen mehr. Das soll es meinerseits gewesen sein zur Technik, Herr Sargmeister, und damit übergebe ich an Sie. Ja, vielen Dank. Ich versuche mir jetzt gleich mal den Bildschirm freizugeben, schauen wir, ob das funktioniert. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Jetzt kann ich meinen... Ah ja. Ja. Wunderbar. Sie können mich hören. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank für die Einführung, Herr Müller. Vielen Dank an die Firma Pajung für die Einladung und herzliche Grüße aus Landshut. Ich darf Ihnen über ein Thema berichten, mit dem ich mich in den letzten eineinhalb Jahren beschäftigt habe und wo wir uns gefragt haben vor knapp eineinhalb, zwei Jahren, warum sollten wir eigentlich nicht die Regionalanästhesie außerhalb von unserem OP-Bereich bringen. Und das werde ich Ihnen versuchen, in diesem Vortrag ein bisschen näher zu bringen, warum wir das gemacht haben, wie das funktioniert hat. Ich würde Ihnen gerne einen Überblick erstmal geben, warum haben wir das überhaupt gefragt. Was machen wir denn da eigentlich in der Notaufnahme für Regionalanästhesien? Was sind denn die Verletzungsmuster? Ich werde Ihnen kurz die häufigsten Blockaden und deren Anatomie nochmal darlegen. Und ich werde Ihnen, ganz wichtig für mich, auch einige Beispiele bringen, die ich alle so in dieser Art auch erlebt habe. Und ich werde Ihnen kurz am Schluss dann noch versuchen zu vermitteln, wie wir das dann auch umgesetzt haben dann bei uns. Ja, zuerst zur Frage, warum haben wir das überhaupt gemacht? Der Schmerz ist ja immer noch der Hauptgrund für eine Konsultation von Patienten in der Notaufnahme. Trotzdem ist es hinreichend bekannt, dass vielen eine adäquate Schmerztherapie verwehrt wird. Entweder sie kommt zu spät oder sie ist untertherapiert. Manchmal wartet man auf die Diagnose, bis man dann eine adäquate Schmerztherapie beginnt. Das ist auch hinreichend untersucht und es stellt sich die Frage, warum das so ist. Es gibt da einige Gründe, einige Ursachen dafür. Manchmal hat man Angst dafür, zu viele Opioide zu verabreichen, wegen vermuteter respiratorischer Probleme. Manchmal hat man Angst, dass die Diagnosefindung verspätet wird oder auch bei einem Schädel-Hirn-Trauma, dass man die Neurologie verwässert. Zur gleichen Zeit
Haben wir, aber ich komme aus einem Krankenhaus mit einem großen Perinatalzentrum. Wir haben auch eine große Handchirurgie, eine große Unfallchirurgie, große Viszeralchirurgie. Und ich arbeite seit 7 Jahren, knapp 11 Jahren schon in dem Krankenhaus. Und es ist bei uns vollkommene Routine, dass wir in den Kreissaal laufen, alles fast sprichwörtlich liegen und stehen lassen, wenn die Hebamme uns ruft für eine geburtshilfliche PDA. Hier ist es also Routine und vollkommen selbstverständlich, dass wir zu einem jungen, gesunden Menschen gehen und dir eine geburtshilfliche PDA verabreichen. Aber zur gleichen Zeit, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt von diesem Vortrag für mich, zum gleichen Teil liegt eine 90-jährige Dame in der Notaufnahme und mit starken Schmerzen, zum Beispiel im Rahmen von einer hüftgelenksnahen Femurfraktur. Und die muss auf die OP warten und in der Zeit ist sie möglicherweise nicht adäquat therapiert, weil man Angst hat, dass sie zu viel bekommt oder dergleichen mehr. Und das haben wir uns dann gefragt irgendwann, warum ist das eigentlich so? Und auf der einen Seite gehen wir zu gesunden Frauen in den Kreissaal, was gerechtfertigt ist. Und auf der anderen Seite lassen wir ältere Damen mit Dipidolor auf der Notaufnahme oder dann auf der Station, bis sie dann in den Operationssaal geführt werden. Und das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Das ist auch mir mein Hauptanliegen, dass vor allem die geriatrischen Patienten von so einer Regionalanästhesie in der Notaufnahme profitieren können. Einfach aus dem Grund, weil sie häufig nicht adäquat den Schmerz mitteilen können, weil sie vielleicht zu stark oder auf Opioide reagieren, so wie wir das nicht haben wollen, dass sie mit einer kognitiven Dysfunktion reagieren. Und da, glaube ich, spielt die Regionalanästhesie eine ganz große Rolle oder kann eine ganz große Rolle spielen. Das werde ich Ihnen versuchen, jetzt hier ein bisschen nahe zu bringen. Opioide sind immer noch die häufigste Schmerztherapie, haben aber das bekannte Nebenwirkungsprofil, vor allem beim geriatrischen Patienten. Es ist hinreichend bekannt, dass sowohl der starke Akutschmerz als auch zu viel an Opioiden ein Delir fördern können. Deswegen haben wir uns gefragt, warum bringen wir eigentlich die Regionalanästhesie nicht in die Notaufnahme? Ja, Extremitäten. Verletzungen sind relativ gesehen von den Verletzungen, die in der Notaufnahme sich präsentieren, häufiger betroffen. Das heißt, wir kommen sehr gut mit unseren regionalanästhesiologischen Verfahren dahin. Sie ermöglichen eine sehr hochwertige Analgesie ohne systemische Nebenwirkungen, wenn man jetzt nicht gerade in die Vene oder in die Arterie spritzt, das Lokalanästhetikum, was so gut, also ich habe es nie erlebt. Und es sollte dann auch ermöglichen, den Aufenthalt in der Notaufnahme zu verkürzen, was mit einer herkömmlichen Analgesie eventuell nicht der Fall ist. Durch Regionalanästhesie kann man beispielsweise dann auch neurologische Überwachung gewährleisten bei einem Schädel-Hirn-Trauma, weil einfach die Opioide vermindert oder vielleicht überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Und ein mir sehr wichtiger Punkt, es können Analgosedierungen oder gar Narkosen in der Notaufnahme bei einem potenziell nicht nüchternen oder aspirationsgefährdeten Patienten vermieden werden. Da habe ich für jede dieser Beispiele habe ich dann auch ein Fallbeispiel mitgebracht. Und dann möchte ich auch gerne in Frage stellen oder zur Diskussion stellen, ist es vielleicht sogar kosteneffektiver oder sind die Patienten zufriedener? Da kann ich jetzt nicht mit Daten aufwarten, aber das gesunde Menschenverstand sagt mir das. Ich bin auch Schmerztherapeut und mir ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass auch ein starker Akutschmerz stark korreliert mit der Ausbildung eines chronischen Schmerzes. Deswegen ist auch hier, wenn man versuchen will, die Ausbildung eines chronischen Schmerzes zu reduzieren, ist auch hier eine adäquate und effektive Akutschmerztherapie sehr, sehr wichtig. Herr Zum hat die Möglichkeit, hier eine Umfrage zu stellen. Und Herr Müller, darf ich Sie gleich bitten, die erste zu starten. Mich würde einfach interessieren, machen Sie das auch in der Notaufnahme? Wie oft passiert das? Ich weiß es nicht. Machen Sie das nie? Machen Sie das selten? Machen Sie das häufig oder gar regelmäßig? Also richtig systematisch, wie wir das jetzt bei uns in unserem Krankenhaus eingeführt haben. Also führen Sie konkret Regionalanästhesien in Ihrem Krankenhaus in der Notaufnahme oder Ambulanz durch? Und da bitte ich Sie jetzt kurz eine Auswahlmöglichkeit anzuklicken und dann bekomme ich, glaube ich, hier eine Auswertung.
Ich sehe jetzt hier, glaube ich, nur ich das Ergebnis. Ich kann es mal kurz vorlesen. Also Nein heißt 42%, also knapp die Hälfte machen das gar nicht. Selten wieder ungefähr 40%. Also 80% machen das selten oder nie. Häufig machen es doch immerhin 11% und regelmäßig auch 11%. Gut. Ich möchte Ihnen gerne die häufigsten Verletzungsmuster, die wir bei uns in unserer Notaufnahme hier antreffen, wo wir als Anästhesisten dann tätig werden und Regionalanästhesie anwenden. Das sind ganz vorne mit dabei die hüftgelenknahen Femurfrakturen, also Schenkelhalsfraktur oder Pertrochanteri Femurfraktur. Dann gefolgt von schultergelenksnahen Humusfrakturen, dann Schulterluxationen. Jetzt auch, was ich gar nicht erwartet hatte, auch zuletzt Radiusfrakturen zur Reposition und zum Eingipsen. Möchte auch erwähnen, dass seit knapp einem halben Jahr, meine ich, auch ein Anästhesist bei uns auf der Notaufnahme arbeitet, der vorher bei uns in der Abteilung war, der auch regionalanästhesiologisch sehr versiert ist und der das natürlich sehr in unserem Sinne weiterführt. Und der hat überraschend oft, macht er auch Axplex Regionalanästhesien für Radiusfrakturen. Und dann ein noch mehr wichtiges Thema, die Rippenserienfrakturen. Und dann gibt es noch seltenere Verletzungen, die Sprunggelenksluxationsfrakturen und Ellbogenluxationsfrakturen, wobei ich da sagen muss, da werden wir die Regionalanästhesie eher seltener in der Notaufnahme machen, sondern die kommen eher sehr schnell sofort als absoluter Notfall dann in den Operationssaal. Und dann wird dort vor Ort die Regionalisierung angelegt. Das heißt, das sind so die hauptsächlichen hüftgelenksnahe Femurfrakturen, Humerusfrakturen, subkapitale Humerusfrakturen, Schulterluxationen, Radiusfrakturen und Rippenserienfrakturen. Und da möchte ich gleich mit dem Klassiker anfangen. Also hier sehen Sie das Bild von einer medialen Schenkelhalsfraktur, hier das Bild von einer pertrochanteren Femurfraktur. Was machen wir da? Es gibt mittlerweile schon auch eine Anzahl an Möglichkeiten, wie man Regionalanästhesie bei diesen Verletzungen durchführen kann. Wir in unserer Klinik verwenden mittlerweile den suprainguinal fasziellacker Compartment Blockade. Es gibt aber Alternativen, auch die werde ich kurz eingehen. Die hüftgelenknahe Femurfraktur ist eine häufige Fraktur des alten multimorbiden Menschen. Beispielsweise hatte ich vor einer Woche einen Wochenenddienst und habe mir 6 oder 7 solcher Femurfrakturen. Also da ist einiges los, vor allem im Winter vielleicht. Dadurch, dass das alte ältere multimorbide Patienten sind, ist das Risiko für Delir, für andere Probleme wie Pneumonie ausgesprochen hoch. Und wir wissen, dass ein starker Schmerz und Opioide als Risikofaktoren für das Delir erkannt worden sind. Der Schmerz ist häufig moderat bis schwer, aber dem steht entgegen, dass ältere Patienten oder vor allem kognitiv eingeschränkte Patienten häufig Probleme haben, diesen Schmerz zu kommunizieren oder wir verstehen ihn nicht richtig. Es ist auch bekannt und völlig klar, dass die Regionalanästhesie, vor allem der FECB, einer multimodalen Analgesie, also einer konventionellen medikamentösen Analgesie überlegen ist. Es ist wichtig zu erwähnen, dass er keine Schmerzfreiheit macht, sondern einen deutlichen opioidsparenden Effekt, weil einfach das Hüftgelenk komplex mit Schmerzfasern innerviert ist und wir nur einen Teil davon erreichen. Da komme ich gleich noch mit dazu. Unsere Dosis sind 30 bis 40 Milliliter, je nach Körpergewicht, Ropivacaine 0,375% und in der Regel kombiniere ich das mit einem Cortisonpräparat, mit Dexamethason. Bei uns in der Klinik machen wir das IV. Die Nerven, die wir erwischen mit dem FECB, sind sicher der Nervus femoralis und sicher der Nervus cutaneus femoris lateralis, leider nicht der Nervus obturatorius, der bleibt dem in aller Regel verwehrt. Und es funktioniert so, dass meistens werden diese Verletzungen am selben Tag noch operiert. Nur in Ausnahmefällen kommt es zu einer Verzögerung bis maximal zum nächsten Tag. Zum Beispiel, wenn eine starke Blutverdünnung vorherrscht oder wenn der OP bis Mitternacht belegt ist und einfach der kein Platz gefunden wird. Aber in der Regel folgt die Operation noch am Tag der Diagnose. Und ich möchte Ihnen kurz mal die Anatomie für den FECB fürs Hüftgelenk allgemein noch mit darlegen. Wir sehen hier die Beckenschaufel mit dem Musculus iliacus. Hier ist abgeschnitten der Musculus psoas, also insgesamt nehmen wir den dann Iliopsoas, und unter der Faszie des Musculus iliacus liegt ein großer Teil, der für uns interessante Teil
des Plexus lumbalis, nämlich zum einen der Nervus cutaneus femoris lateralis. Der hat jetzt mit dem Hüftgelenk an sich nichts zu tun, sondern der ist dann wichtig, wenn man um den chirurgischen Schnitt sich kümmern möchte, damit der schmerzlos gespürt werden kann oder nicht mehr gespürt werden kann. Der Hauptnerv ist sicherlich für das Hüftgelenk der Nervus femoralis, diese beiden Nerven erwischen wir sicher. Und hier geht auch noch der Nervus obturatoris hier relativ schnell ins Becken rein, aber beteiligt sich auch noch an der Innervation der Hüftgelenkskapsel. Aber mit der FCB werden wir den Nervus obturatorius in der Regel nicht erreichen. Nochmal hier in einem anderen Bild, Sie sehen das von vorne, ist auf der linken Seite, ist das Haupt ist der Nervus femoralis, dann ein relativ großer Teil der Obturatorius und dann von hinten dann der Hauptteil des vom Plexus sacralis, den wir mit dieser Methode einfach nicht erreichen. Ich glaube, es ist nicht sinnführend, dass wir den Patienten dann auf die Seite legen mit seiner Fraktur, das wird er nicht tolerieren und das, glaube ich, da steht der Nutzen nicht im Verhältnis mit dem Aufwand und mit dem, was der Patient dann ertragen muss. Aber von vorne kommen wir sehr gut hin. Und ich habe Ihnen hier ein Video mitgebracht, das ich Ihnen kurz noch erklären möchte. Das Video einer suprainguinalen Fascia-Laca-Blockade. Wir sehen hier im rechten, rechts unten das Os Ilium. Links ist Kopf- und Bauchraum. Rechts ist Bein. Wir sehen hier das Os Ilium. Drüber den Musculus iliacus, diese weiße feine Linie ist die Fascia iliaca. Hier in der Mitte des Bildes haben wir eine wichtige Leitstruktur, ein Gefäß, das von der Arteria femoralis kommt, die Arteria circumflexa femoris profunda und iliaca profunda, und die zieht quer über das Becken, über der Fascia drüber. Hier sehen wir Bauchmuskeln, und ich spiele jetzt einfach mal das Video ab. Und wir sehen hier, dass der Vollkopf wird schräg Richtung Bauchnabel ausgerichtet, direkt neben der Spina iliaca anteria superior. Wir sehen jetzt hier dieses Gefäßpumpen, nur zur Veranschaulichung. Das ist manchmal kleiner, manchmal größeres Gefäß. In der Regel findet man es aber. Und ich komme jetzt von Kaudal, also vom Bein, komme ich mit meiner Nadel Richtung Fascia iliaca. Sie werden jetzt sehen, dass ich gleich mal in die falsche Ebene reinspritze, eine Testdosis mache. Einfach, weil ich sage, gut, ich habe das drin lassen extra, damit zur Illustration. Also ich bin hier ganz klar über der Fascia iliaca und ich muss jetzt einfach noch durch die Fascia iliaca durch. Man landet immer im Muskel und dann sollte ich so einen Reißverschluss aufbäumen, der dann wie ein Wasserkissen über den Musculus iliacus. Wichtig ist, dass dieses Gefäß nach oben gedrückt wird und der Muskel nach unten gedrückt wird. In der Regel gehe ich dann noch maximal bis zu diesem Gefäß von der Höhe herunter, dann höre ich auch auf, weil hier in diesem Bereich ist, wie gesagt, schon Bauchraum und den möchte ich in Ruhe lassen. Hier noch als Volkskontrolle noch nach der Blockade, wenn man sich die konventionelle Schallebene vom Nervus femoralis ansieht, sieht man, wie der auch umspült wird, obwohl ich da praktisch über den Hügel in das Becken rein gespritzt habe. Die Anatomie ist allerdings manchmal ein bisschen tricky. Manche Kollegen oder bei manchen Patienten gibt es da Probleme, einfach die Anatomie so darzustellen, dass man da sicher die Fascia iliaca identifizieren kann. Und ich sage dann immer, dass bevor ihr nicht wisst, wo ihr hinstecht, dann lasst es lieber sein und macht die konventionelle Art, also die Art, die wir schon relativ lange bei uns im Haus verwendet haben, nämlich, dass wir hier, jetzt ist wieder ein Querschnitt von dem Musculus iliacus, dass wir hier auf die Kuppel des Musculus iliacus unter die Fascia iliaca Lokalanästhetikum infiltrieren. Mit dem bekommt man sicher den Nervus femoralis und wahrscheinlich auch ganz gut den Cutaneus femoris lateralis. Allerdings bin ich überzeugt, dass die suprainguinale Methode dieser Methode überlegen ist. Ich würde gerne bei diesem Bild bleiben, weil ich habe Ihnen vorher gesagt, bei uns im Haus, wir machen die Fascia iliaca Compartmentblockade, das glaube ich ist auch ganz anerkannt. Allerdings gibt es auch, hat sich in den letzten Jahren so eine neue Methode entwickelt, wo man das gleiche Bild hat und jetzt nehme ich einfach mal diese Nadel und führe sie runter bis zu diesem Knochen
Das ist ein Teil des Os Ilium mit der Eminenza Iliopectinea. Und hier würde dann die Spina Iliaca Anterior Inferior bekommen. Und wir würden versuchen, hier zwischen den Knochen und dieser Struktur, das soll die Sehne des Musculus Psoas darstellen, zu infiltrieren, 20 Milliliter, 10 bis 20 Milliliter. Und es hat folgenden Grund, dass hier die Endäste, die Gelenkkapsel versorgenden Nerven, verlaufen, und zwar inklusive des Nervus obturatorius. Das ist jetzt nochmal im echten Ultraschallbild, also hier die Spina Iliaca Anterior Inferior, hier die Eminenza Iliopectinea und hier diese Psoas-Sehne und drüber der Musculus Iliacus. Hier sind die Gefäße, hier wäre dann der Nervus femoralis und man kommt mit der Nadel einfach hier rein und versucht diese Sehne von dem Knochen abzuheben. Dieser Block nennt sich Peng-Block, perikapsuläre Nerve-Group-Block. Auch der Kollege, der diesen Block eingeführt hat, heißt Peng. Das wird aber wahrscheinlich nur Zufall sein. Was ist der Vorteil von diesem Peng-Block? Also nochmal zur Veranschaulichung hier. Wir würden hier in diesem Gebiet infiltrieren und haben hier die Äste des Nervus obturatorius, hier die Nerve des Nervus femoralis. Was wir aber nicht haben, und das ist so einer der Nachteile für mich, und ich bin auch noch nicht sicher, hat einige Teile, die mich sehr interessieren, andere wiederum lassen mich ein bisschen zögern, diese Methode anzuwenden. Die Vorteile sind, man hat keine motorische Schwäche. Das ist klarer Vorteil gegenüber dem FECB. Beim FECB machen wir immer eine komplette Blockade des Nervus femoralis und sozusagen ganz folglich haben wir eine Quadrizepsschwäche. Er hat eine gute Analgesie, möglicherweise sogar besser als der FECB, weil der Nervus obturatorius einfach mit dabei ist, was wir beim FECB in der Regel nicht bekommen. Aber warum ich noch ein bisschen zögere, diesen Block auch bei uns anzuwenden, ich spritze mit einer Nadel transdermal durch transmuskulär in ein Gebiet ein, wo der Operateur dann später operiert. Dann möchte ich gerne Diskussionen vermeiden, was ist denn, wenn sich dann irgendwann doch eine Infektion oder ein MPM sich da entwickelt. Diese Diskussion möchte ich gerne um alles in der Welt vermeiden, auch wenn es jetzt meines Wissens bislang nicht beschrieben worden ist. Und für mich ein weiterer Nachteil ist, ich habe ganz sicher nicht den Nervus cutanis femoris lateralis, der für mich ein ganz wichtiger Nerv ist bei den Hüftoperationen, weil der den Hautschnitt abdeckt. Und da müsste ich, wenn ich den Peng-Block mache, einfach nochmal extra den cutaneus femoris lateralis blockieren, was manchmal nicht so ganz einfach ist. Und hier habe ich auch schon eine zweite Umfrage eingebaut, die mich auch sehr interessiert, nämlich es gibt ja, wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene Blockademöglichkeiten bei der hüftgelenknahen Femurfraktur. Und mich würde interessieren, was machen Sie denn bei Schenkelhalsfrakturen, bei pertrochanteren Frakturen? Machen Sie nichts? Machen Sie einen suprainguinalen FECB oder eine inguinale, diese herkömmliche Methode, würde ich sie immer nennen? Machen Sie möglicherweise einen Femoralis-Block mit viel Volumen? Oder machen Sie möglicherweise schon einen Peng-Block? Und würde Sie bitten, nochmal die Umfrage zu starten. Okay. Da darf ich nochmal vorlesen, also keinen FECB oder keine regionale, Sie machen 16% suprainguinal, also das Verfahren, das ich Ihnen beschrieben habe, 18%, inguinal 23%, ein bisschen mehr. Ganz relativ viele, die meisten hier machen eine Femoralis-Blockade mit viel Volumen, also 30 bis 40 Milliliter würde ich jetzt schätzen, und einen Peng-Block machen immerhin schon 6%. Wunderbar. Dann möchte ich gerne zum nächsten Krankheitsbild kommen, das wir uns zur nächsten Region kommen, das uns in der Notaufnahme häufiger beschäftigt. Das ist zum einen die Schulterluxation und zum anderen die subkapitale Humerusfraktur. Das Verfahren, das regionalanästhesiologische Verfahren, ist bei beiden identisch. Was wir machen, ist eine interskalinäre Blockade des Plexus brachialis. Es
gibt ein bisschen Unterschiede in den beiden Verletzungen. Ich möchte gerne zur Schulterluxation was sagen. Es ist eine recht häufige Situation. Eine Sedierung ist häufig nicht zielführend. Das heißt, die chirurgischen Kollegen versuchen das mit Sedativa, allen voran Domicum und Ketanest, wieder einzurenken. Das gelingt manchmal gelingt es nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen selektioniert. Ich bin nämlich dann immer dazu geholt worden, wenn es denn nicht funktioniert hat. Wir haben es häufig mit jungen Patienten zu tun, häufig mit nicht nüchternen Patienten. Und wir haben mit dem interskalinären Block eine schnelle und exzellente Möglichkeit, diese Region schmerzfrei zu machen und zusätzlich eine Muskelrelaxation herbeizuführen, ohne dass man irgendwie mit Sedativa arbeiten muss. Unser Volumen ist hier, weil sie in der Regel nach der Reposition der Schmerz wieder in der Regel im Griff ist, sind 10 Milliliter Mipivacain, also ein kurzwirksames Lokalanästhetikum, 1%. Ich halte das Pneumothorax-Risiko für relativ gering, wenn man eine gute Nadelspitzenvisualisierung hat. Was ich aber gern extra erwähnen möchte, ist, dass es prinzipiell die Gefahr der klinisch apparenten Phrenikusparese gibt. Ich sage klinisch apparent deswegen, weil wir praktisch bei jeder interskalinären Blockade den Phrenikus mit blockieren werden. Nur es ist sehr, sehr selten, dass der klinisch apparent wird. Das passiert hauptsächlich bei Patienten, die schon vorher mit einer chronischen Lungenerkrankung, allen voran die COPD, zu uns kommen. Ich habe das selber erst zweimal erlebt. Interessant war aber bei beiden, dass das sehr, sehr schnell gekommen ist, aber auch relativ schnell dann wieder weggegangen ist. Sodass, wenn wir Mipivacain verwenden und es kommt zu einer klinisch apparenten Phrenikusparese, dann kommt sie relativ sofort. Und wenn nach einer halben Stunde da noch nichts kommt, keine Dyspnoe und es ist kein Pneumothorax. Pneumothorax kann man sehr, sehr einfach ausschließen. Das zeige ich Ihnen auch später nochmal. Dann kann man den Patienten auch wieder entlassen. Für die schultergelenksnahe Humerusfraktur trifft im Wesentlichen genau das Gleiche zu, was für die hüftgelenknahen Femurfrakturen zutrifft. Es sind in der Regel alte, multimorbide Patienten und die bekommen bei uns in der Notaufnahme dann keinen Block, sondern eine Katheteranlage. Und wir würden damit mit Ropivacain arbeiten. Aber von den Vorteilen und Nachteilen, oder Vorteilen gibt es ja da hauptsächlich, trifft genau das Gleiche zu wie für die hüftgelenksnahen Femurfrakturen, also die Lier-Reduktion, exzellente Analgesie, was ihn vielleicht vom FECW unterscheidet. Wenn der Katheter gut liegt, dann macht er eine komplette Schmerzfreiheit, wenn es sich um eine Fraktur wirklich nahe am Schultergelenk handelt. Das heißt, die brauchen überhaupt keine andere Analgesie mehr, solange der Katheter gut liegt. Hier nochmal kurz zur Schulterluxation, zur Reposition. Das ist die Methode, habe ich einige Male zugeschaut, die bei uns im Krankenhaus hauptsächlich angewendet wird, nach Hippokrates. Das ist sehr schmerzhaft, wenn man nichts dagegen macht und führt eben häufig nicht zum Erfolg. Bei dem interskalinären Block, um ganz kurz die Anatomie zu wiederholen, fokussieren wir uns auf die Wurzeln oder auf die Rami Ventralis der Wurzeln C5 und C6. Alternativ könnte man auch einen Truncus Superior Blockare machen, weil dieses C5 und C6 sind die hauptsächlichen Anteile des Plexus Brachialis, die uns interessieren, wenn es um die Schulter geht. Auch hier habe ich Ihnen einen Filme gemacht, also sogar zwei Filme. Zum einen habe ich einmal eine junge Kollegin von uns aufgenommen, wie bei ihr der Plexus brachialis aussieht, interskalinär. Habe ihnen aber auch gleichzeitig ein bisschen zum Kontrast auch einen ISB aus dem Leben, also mit einem adipösen Patienten, einem kurzen Hals, einem dicken Hals, wo der Kollege ein bisschen Probleme hatte, das zu finden. Weil das ist das, was mir manchmal so an Workshops ein bisschen fehlt, ist, dass immer die perfekten Bilder geschaut werden, immer Lehrbuchbilder, immer Lehrbuchvideos geschaut werden, aber mit denen hat man es im echten Leben tatsächlich zwar schon zu tun, aber häufig auch eben nicht. Und das möchte ich Ihnen gerne mal zeigen. Also hier ist einfach die junge Kollegin, einfach nur um die Anatomie nochmal zu zeigen. Wir sehen hier, fang glaube ich nochmal an. Wir sehen hier, ich fange immer von supraclavikulär an, weil hier ist die Anatomie in der Regel klar, auch bei dem kürzesten und dicksten Hals. Man sieht in der Regel immer die,
die Arteria subclavia und lateral, links ist lateral, rechts ist medial. Hier sieht man die Jugulargefäße und hier wie eine Haube aufsitzend auf der Arteria subclavia den Plexus brachialis supraclavicular, direkt drunter die erste Rippe und hier sieht man schon Pleura. Und das nehme ich einfach als Ausgangspunkt und versuche dann, die Nerven zu verfolgen. Und das werden wir jetzt mal tun. Ich gehe jetzt einfach mit dem Schallkopf, hier ist die Schallkopfrase, nach Richtung Kranial und schaue mir einfach an, wie wo die Nerven entlanglaufen. Und dann komme ich langsam hier in einen Bereich, wo wir schon von einem oberen Truncus sprechen können. Also diese so meistens so eine ovale Form, wo sich C5 und C6 vereinen. Und da sind die Strukturen drin, die uns für einen interskalinären Block interessieren. Wenn man einen Truncus superior blockare macht, dann ist die Rate am Phrenicus paresen etwas geringer, aber ausschließen kann man das nicht. Ich möchte auch gerne nochmal verweisen, dass hier ist der Scalenus medius, Scalenus anterior, hier ist lateral, hier ist medial. Sie sehen, da möchte ich auch gerne nochmal hinweisen, dass auf dem Scalenus medius, durch den Scalenus medius zwei wichtige Nerven durchgehen, der dorsale scapulae und der thoracicus longus, was auch der Grund ist, warum wir eher sowohl die Single-Shot-Blockaden als auch die Katheteranlagen out of plane durchführen, um einfach nicht hier durchzukommen. Aber der Rest der Welt macht es fast ausschließlich im Plane. Aber die ziehen regelhaft hier durch. Und wenn wir jetzt das Video weiterlaufen lassen, dann sieht man jetzt hier weiter, wie man Richtung interskalinären Raum kommt. Nochmal, hier ist der Scalenus medius, hier ist Scalenus anterior, hier ist C5, C6, C6, C6 ist meistens doppelt, auf dieser Höhe doppelt und vereinigt sich erst dann im Truncus superior. Und hier ist nochmal eine weiße Struktur, die im Scalenus medius ist, ist in, bis zum Beweis des Gegenteils der dorsale Scapulae oder der Thoracicus longus. Gut, und jetzt kommt gleich in Anschluss ein Video von einer Live-Blockade. Das habe ich erst in der letzten Woche gemacht. Wir haben, wie gesagt, ein bisschen ein dickerer Hals, kürzerer Hals. Aber die Strukturen, auf die es ankommt, sehen wir trotzdem alle. Hier ist das Scalenus medius anterior und hier, wenn Sie genau hingucken, ist auch ein Bläschen zu sehen, was dem wahrscheinlich der C5 entspricht. Oh, jetzt bin ich zu weit gekommen. Muss ich nochmal. Genau. Und jetzt sehen Sie gleich, wie meine Nadel hier, also nochmal diese Walk-up sozusagen von unten nach oben. Und jetzt komme ich meine Nadel durch die Fascia prävertebralis und liegt dann lateral neben der C5-Wurzel. Aber das ist als Beispiel für, dass die Anatomie nicht immer so ist, wie sie im Lehrbuch ist, aber funktionieren tut es in der Regel trotzdem. Und so sieht es dann aus, wenn die Schulter wieder drin ist. Für mich gehört immer, wenn man im Hals sticht, also egal ob für ZVK oder für interskalinäre Blockade oder für supraclaviculare Blockade ganz besonders, immer ein Ausschluss eines Pneumothorax mit dazu. Und da habe ich Ihnen hier ein Video mitgebracht, kurz zur Erklärung. Hier ist eine Rippe, hier ist die zweite Rippe angeschnitten, hier ist die Pleura parietalis und hier kommt immer wieder ins Bild atemsynchron die Pleura visceralis. Das ist ein Beispiel eines sogenannten Lungenpunkts, was der Beweis für einen Pneumothorax ist. Sie sehen, wie diese Pleura visceralis immer wieder atemsynchron da reinschießt und dann wieder weggeht. Und ich habe auch dann den M-Out darüber gelegt und werde versuchen, das Video zu stoppen, wo man diese bekannten Phänomene des Barcodes hier auf dieser Seite, wo der M-Out noch hier war und jetzt, wo der M-Out hier ist, ist das sogenannte Seashore-Sign, also wo hier der Strand symbolisiert wird und hier die Wellen. Einfach, das gehört für mich dazu, wenn man im Hals sticht, vor allem bei ambulanten Patienten. Wenn ich die wieder nach Hause entlasse nach einer Stunde, möchte ich sicher sein, dass ich da keinen Pneumothorax gestochen habe. Ein weiteres Krankheitsbild oder ein weiteres Verletzungsmuster, das ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt hatte, als wir das begonnen haben, war die Radiusfraktur.
mein Kollege, eben der Kollege der Anästhesie, der jetzt in der Notaufnahme Oberarzt geworden ist, der macht das relativ häufig, einfach zur Reposition einer dislozierten Radiusfraktur oder wenn ein Fixateur extern relativ bald im Anschluss erfolgt. Es hat den Vorteil, dass man einfach dieses Aushängen nicht so hat, das schmerzhaft ist und es stellt eine Alternative zur Bruchspaltanästhesie, das immer noch die Regel ist. Und ich wage mir da jetzt keine Aussage zu, was jetzt besser ist, das eine oder das andere. Ich war selber 2 Jahre in der Notaufnahme als Chirurg und habe das relativ häufig gemacht. Die Erinnerung daran ist jetzt nicht allzu schön, bis man den Bruchspalt gefunden hatte und das war auch immer recht schmerzhaft. Kann man sich schon die Frage stellen, ob es nicht einfacher ist, einfach 20 Milliliter zwischen Nervus radialis und Medianus in Form einer axillären Plexusblockade zu infiltrieren. Das geht schnell, ist in der Regel wenig schmerzhaft und hat eine ausgezeichnete Analgesie. Hier nochmal zur Erinnerung, das Bild einer axillären Plexusblockade oder der Anatomie eines axillären Plexus brachialis. Wir sehen hier den Nervus musculocutaneus. Den würde ich jetzt in so einer Situation, wenn es nur um eine Reposition geht, sogar weglassen, weil der nur die laterale Haut des Unterarms versorgt und die brauche ich bei der Reposition eigentlich nicht geblockt. Und der Patient hat den Vorteil, dass er dann hinterher den Oberarm, also den Bizeps bewegen kann. Ich würde einfach nur ganz schnell kurze Lokalanästhesie hier zwischen Nervus radialis und hier Nervus medianus, hier 20 Milliliter 0,375 und das sollte sehr, sehr gut wirken. Und als letzte, das Verletzungsmuster, das mir sehr am Herzen liegt und wo es sich auch in den letzten Jahren sehr viel getan hat, welche mit verschiedenen Blockaden, ist die Rippenserienfraktur. Auch die Rippenserienfraktur ist eine Verletzung meistens des älteren Patienten. Hat ein relativ hohes Mortalitätsrisiko, hauptsächlich wegen Lungenkontusion, Pneumothorax, zum Teil auch ARDS. Aber das, wovor ich mit der meisten Angst habe, ist die Pneumonie, die es fast regelmäßig kommt dann, wenn das Atmen schmerzhaft ist und vor allem das Abhusten einfach der Patient nicht mehr toleriert und dann auch nicht mehr macht. Dann ist die Pneumonie praktisch eine logische Folge. Und häufig, vor allem wenn es ausgeprägte Rippenserienfraktur oder sogar beidseitige Rippenserienfrakturen sind, ist eine normale, herkömmliche multimodale Analgesie mit NSAR und Opioiden nicht zufriedenstellend, sodass sich hier die Frage stellt, ob man frühzeitig auch hier mit Regionalanästhesie in der Akutsituation herangeht. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich werde alle, die mir jetzt geläufig sind, kurz ansprechen, werde aber hauptsächlich Ihnen erklären, was wir bei uns machen oder welches Vorgehen wir bei uns da eingeführt haben. Wir machen als allererstes im Schockraum oder in der Akutsituation einen Rektorspinneblock mit Katheter und erhoffe mir dadurch eine deutliche Erleichterung. Auch das ist kein Block, der eine Schmerzfreiheit hervorruft, sondern lediglich einen Opioid-Spareffekt. Aber das ist in den Situationen, wo ich das erlebt habe, meistens schon die halbe Miete. Man braucht deutlich weniger Opioide und der Patient ist deutlich zufriedener, kann abpusten, kann ruhig durchatmen. Und ich kläre ihn dann, wenn ich den Erektorspinneblock mache, auch schon über einen Paravertebralblock auf, den ich dann am nächsten Tag machen würde, sollte der Erektorspinneblock nicht ausreichend sein. Das machen wir deswegen so, weil der Paravertebralraum nichts anderes ist als ein weiterer Epiduralraum. Und wir haben bei uns die Regel getroffen, dass man über Epiduralanästhesien nur der Patient 24 Stunden Zeit haben sollte, darüber nachzudenken, weil die Komplikationen potenziell bedrohlich sein können. Was aber erfreulich ist, dass so ein Paravertebralblock am nächsten Tag ganz selten notwendig ist. Also der Rektorspine ist ja sehr viel diskutiert. Umstritten zum Teil auch, aber ich kann nur über positive Erfahrungen berichten. Ich habe das Gefühl, dass wenn der Erektorspinne bei Rippenserienfrakturen nicht funktioniert, dann wenn die Frakturen eher ventral gelegen sind, wenn die Frakturen ganz dorsal sind, macht er in der Regel eine ausgezeichnete Analgesie und das spiegelt auch die Anatomie wieder. Als Alternative
Kann man aber auch immer, wenn jetzt der Elektrospiner nicht oder eine Paravertebralbox schwierig ist, weil das ist eine schwierige Prozedur, da komme ich auch gleich noch drauf, kann man auch zur herkömmlichen thorakalen Epiduralanästhesie greifen. Mit dem Nachteil der bilateralen Sympathikolyse mit Blutdruckabfall und den Dingen, die Sie alle kennen. Und der Paravertebralbox macht es nur auf einer Seite und es hat von der her gesehen ein besseres Nebenwirkungsprofil. Kurz zur Anatomie: Wenn wir einen Erythrospine-Block machen, geben wir hier an, kurz, hier ist die Lunge, kurz zur Erklärung: Hier ist Dorsal, hier ist Ventral, hier ist die Lunge, hier ist das Gelenk von zwischen Rippe und Prozessus transversus, vier an der Zahl, und jenseits des Prozessus transversus ist der Erythrospine. Den Muskel gibt es ja eigentlich gar nicht, das ist eine Gruppe an verschiedenen Muskeln, den wir einfach als Erektorspine bezeichnen. Und wir versuchen im Erektorspine-Block einfach als Zielstruktur den Prozessus transversus anzustoßen und den Erektorspine von diesem Prozessus transversus abzuheben, sodass sich hier eine Straße bildet von Lokalanästhetikum, die sich über mehrere ICRs dann erstrecken kann. Die Alternative, der Paravertebralblock, wenn denn der Erektorspine nicht gut funktioniert, ist deutlich komplexer, wie ich finde, deutlich anspruchsvoller, vor allem dann, wenn man es in einem Szenario wie der Rippenserienfraktur anwendet, wo man ja einen Katheter gerne legen möchte, weil mit einer Single-Shot-Blockade ist es damit meistens nichts getan. Am nächsten Tag wird der Patient wieder über die gleichen Schmerzen klagen, und die Katheteranlage macht aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn man den Implant sagittal in diesen Raum legt, nämlich der Paravertebralraum ist dieser Raum unterhalb dieses Bandes, das Ligamentum costotransversum superior. Der Raum sieht hier relativ groß aus, aber ich glaube, das ist ein bisschen beschönigt und das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Das macht nämlich diesen Block so schwer, weil dieser Raum in der Regel nicht größer als einen halben Zentimeter breit ist, manchmal relativ tief gelegen ist und man kommt mit der Nadel relativ steil rein, was die Ultraschall-Regionalästhesie deutlich erschwert, und dahinter ist gleich die Lunge. Also es ist ein sehr anspruchsvoller Block. Die Alternative wäre, dass man den von lateral sticht, dann sind diese Prozessus transversi nicht im Weg, allerdings macht dann eine Katheteranlage nicht so viel Sinn, weil man nicht weiß, wo der Katheter dann hin verschwindet. Der würde dann irgendwo epidural eventuell, oder man weiß es einfach nicht, verschwinden. Kurz hier ein Video zum Erektorspine-Block. Hier ist wieder ein Prozessus transversus, hier ist ein Prozessus transversus, hier ist der Muskel, der Erektorspine, und hier kommt schon ein bisschen was von der Nadel. Und die ist jetzt hier knapp überhalb von dem Prozessus transversus. Die Schallrichtung ist sagittal, knapp 2, 3 Zentimeter lateral von dem Prozessus spinosi. Und da sehen Sie hier, wie so eine Straße aufgebaut wird. Sie sehen auch hier interessanterweise, wie auch jenseits des Muskels noch was aufgeht. Das ist aber eigentlich was Typisches, also dass man da auch intramuskulär landet. Aber was wir sehen wollen, ist, dass sich hier so eine Straße bildet. Das ist der Rektorspineblock. Demgegenüber steht der Paravertebralblock, jetzt wieder in einer sagittalen Linie, wieder zwei Prozessus transversi. Die Schallebene ist exakt die gleiche wie beim Erektorspineblock. Hier der Erektorspine, hier die Pleura. Und Sie sehen jetzt, können Sie vielleicht nachvollziehen, dass die Nadel relativ steil kommt. Und ich werde mal an einer Stelle versuchen zu pausieren. Also hier sind Prozessus transversus, hier ist dieses Ligament, costotransversarium superior. Sie sehen, wenn das ein Zentimeter ist, ist das kein halber Zentimeter, und man kommt relativ steil. Der Raum zwischen zwei Prozessus transversi ist auch nicht besonders groß. Das heißt, das ist eine sehr, sehr schwierige Prozedur. Sollte ich noch. Entschuldigung, genau. Schauen wir uns das Video nochmal an. Was man dann sehen will, ist, dass die Pleura nach ventral gedrückt wird durch das Lokalanästhetikum. Jetzt habe ich das Video nochmal von vorne gestartet. Und jetzt kommt die Nadel wieder relativ steil auf dieses Band zu. Es soll auch einen Loss of Resistance geben. Den habe ich jetzt bei den Malen, die ich jetzt den gemacht habe, ehrlich gesagt nicht so gespürt. Aber es ist auch, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich über eine extensive Erfahrung darüber verfüge. Wie gesagt, das ist eine sehr schwierige Prozedur. Und wir sehen hier, wie die Pleura nach unten gedrückt wird.
eine der schwierigsten Dinge, die ich jetzt bisher in der Regionalisierung selbst gemacht habe, wenn man das zwischen den Prozessus transversi macht, in der sagittalen Ebene. Eine Blockade, die ganz viele Kollegen bei Rippenserienfraktur anwenden, die auch eine Katheteranlage ermöglichen, ist die Serratus anterior Blockade, die sehr, sehr vielversprechend klingen. Auch mit der habe ich noch keine Erfahrung, aber die werde ich jetzt sicher in der nächsten Zeit, vielleicht bei der nächsten Rippenfraktur mal versuchen. Man kann relativ gezielt an den Ort, wo die Rippen gebrochen sind, auf Höhe des Latissimus dorsi, zwischen den Latissimus dorsi und den Serratus anterior oder darunter, spielt keine Rolle, wo man das macht, der Effekt ist der gleiche. Auch wieder 20 Milliliter Ropivacain spritzen und diesen Raum auffüllen. Die Nerven, die man hier erwischt, sind die Interkostalnerven. Das sind der Nervus thoracodorsalis und der Nervus thoracicus longus. Und auch der, mit dem habe ich jetzt, wie gesagt, keine praktische Erfahrung, weil der Rektor Spine einfach so gut funktioniert. Aber er soll ähnlich gut wirken. Was für mich vielleicht theoretisch anatomisch vorteilhaft wäre, ist, wenn ich sich erinnern, habe ich vorher gesagt, dass bei ventralen oder lateralen Rippenserienfrakturen der Rektor Spine vielleicht an seine Grenzen kommt. Und da ist vielleicht der Ort, wo der Serratus anterior Block effektiver ist, weil er einfach, wie Sie hier sehen, an der Seite das Ziel hat. Hier nochmal ein Ultraschallbild mit den Rippen, der Pleura, hier den Serratus anterior, hier den Latissimus dorsi und die Zielregion wäre entweder hier oder unter dem Serratus anterior. Das spielt von der Effektivität her keine Rolle. Auch hier würde mich wieder, das ist jetzt die letzte Umfrage, würde mich wieder interessieren, was machen Sie denn bei Rippen, bei therapierefraktären Rippenserienfrakturen? Machen Sie das so wie wir? Machen Sie einen Rektorspineblock? Machen Sie vielleicht so primär schon einen Paravertebralblock? Auch das habe ich schon von Kollegen gehört. Machen Sie einen Serratus anterior Block, der ist sehr verbreitet. Oder machen Sie gleich eine epidurale Anästhesie? Oder sagen Sie, wir machen nichts von dem, sondern wir geben einfach höhere Dosen von Opioiden. Ich möchte Sie wieder bitten, was zutrifft, kurz anzuklicken. Und dann werde ich, wenn das Ergebnis da ist, das okay. Den Rektor Spine Block, den machen knapp 20%, den Serratus anterior Block ebenfalls 20%, den Paravertebral Block machen 12%. Epiduralanästhesie machen die häufigsten, die meisten, also knapp 40%, und höhere Opioiddosen machen auch 40%. Interessant. Jetzt würde ich gern zu den Fallbeispielen kommen, die ich Ihnen vorher versprochen habe. Das sind alles Beispiele, die mir so passiert sind. Und ich möchte das gerne aufteilen in ähnliche bis vergleichbare Situationen ohne Regionalanästhesie und dieselben oder ähnliche, gleiche Situationen oder vergleichbare Situationen mit Regionalanästhesie. Mir sind diese drei Dinge ohne und mit Regionalanästhesie so passiert. Vieles ist auch schon ein paar Jahre her und ich habe es aus der Erinnerung, aber es ist auch, spricht auch dafür, dass das sehr in meiner Erinnerung festgehaftet blieb und mir diese drei Beispiele auch die Augen ein bisschen geöffnet haben, warum das so vorteilhaft sein kann, die Regionalanästhesie auch im Schockraum oder in der Notaufnahme zu verwenden. Beginnen möchte ich mit einem Klassiker, das regelmäßig passiert. Ein alter Patient mit relevanten, vor allem pulmonalen Vorerkrankungen, also vier Patient eingestuft. Der Patient ist extrem schmerzgeplagt, kann sich kaum bewegen in seiner Liege, hat schon einiges an Dipidolor bekommen, das aber eine unzureichende Analgesie bewerkstelligt hat. Und die Operation ist in frühestens drei Stunden geplant, und zwar in Vollnarkose, weil an eine Lagerung zur Spinalanästhesie, die prinzipiell nötig möglich gewesen wäre, weil die Kardial nicht so schlecht war und auch keine höhere Antikoagulation an Bord hatte. Aber an die war gar nicht zu denken, weil er sich nicht mal auf die Seite hätte legen können. In drei Stunden wäre sie geplant gewesen, weil eben der OP noch voll war. Bis zur OP mehrmals Dipidolor, aber mit unzureichendem Effekt. Der Patient hat dann perioperativ eine Arterie bekommen. Intraoperativ relativ viel Fentanyl für diese Fraktur. Das Umlagern war sehr schmerzhaft, sodass ich am Anfang auch noch versucht habe, das mit Midazolam und Ketanest, was ich jetzt mittlerweile
einfach nie mehr machen würde, aufgrund von dem Delirrisiko. Der Patient war dann auch intraoperativ relativ kreislaufinstabil, hat recht viel Noradrenalin gebraucht und wurde danach geplant auf die Intensivstation verlegt. Dort war dann auch 3 Tage, bis er kardiopulmonal stabil war, hat logischerweise, muss man fast sagen, ein Delir entwickelt, von dem er sich ja dann langsam erholt hatte auf der Normalstation. Und jetzt möchte ich Ihnen den gleichen Fall oder einen ähnlichen, vergleichbaren Fall vorstellen, wie ich es jetzt heute machen würde und regelhaft so mache. Wieder ein älterer Patient, der keine höhere, keine stärkere Antikoagulation, also maximal Aspirin und kein Glexane, keine DOACs, kein Marcomar. Der bekommt jetzt halt einen FECB in einer Notaufnahme, 30 bis 40 Milliliter Ropivacaine, je nach Gewicht. Und wenn nichts dagegen spricht, auch 4 bis 8 Milligramm Dexamethason. Bei uns machen wir das intravenös und nicht perineural. Der Patient ist dann innerhalb von 15 Minuten sehr schmerzarm. Also er macht überhaupt keine Schmerzmimik mehr oder er sagt mir auch nicht mehr, dass er jetzt im Schmerz schmerzt. Auch Bewegungen nicht. Und es ist sogar möglich, regelhaft möglich, dass man eine Spinalanästhesie anlegt im Sitzen. Ich habe die 10, 15 Mal, wo ich jetzt das so gemacht habe, ging das immer im Sitzen. Das einzige Problem, was mal auftaucht, dass es ein alter Mensch ist und die anatomischen Probleme da sind, einfach mit einer Verknöcherung der Wirbelsäule, was die Spinalanästhesie an sich schwierig macht, aber nicht das Sitzen an sich. Der Patient war dann intraoperativ gering katecholaminpflichtig. Das konnte nach Abklingen der Spinalanästhesie auch ausgeschlichen werden und er konnte noch am selben Tag auf die Normalstation verlegt werden. Das finde ich, wenn man die beiden Fälle vergleicht, ist ein diametraler Unterschied und ich möchte es nicht mehr missen, das so zu machen wie jetzt und ich möchte nicht mehr dorthin zurück. Ein zweites Beispiel. Auch ein ganz mir sehr, sehr wichtiges Beispiel, Fallbeispiel, ein junger, adipöser, kräftiger Patient mit einer Schulterluxation, mit einem starken Schmerzen, der konnte seinen Arm praktisch gar nicht mehr richtig bewegen, ohne dass es ihm massiv wehgetan hat. Er hat auch kurz vor dem Ereignis reichhaltig gegessen, vor dem Sturzereignis oder was immer das war. Und die Kollegen hatten schon mit einer Analgosedierung versucht, eine Reposition herbeizuführen. Das ist aber gescheitert, sodass ich dann da angerufen wurde. Und damals hatten wir dann eine RSI gemacht, allerdings mit schlechtem Bauchgefühl. Wir haben ein bisschen warten müssen, bis ich mit ihm habe reden können. Die Reposition ging dann ganz gut, die RSI ging auch ganz gut. Es kam zu keinem Aspirationsereignis. Patient war aber trotzdem noch schmerzgeplagt und erst nach mehreren Stunden entlassfähig. Und demgegenüber möchte ich gerne die schildern, wie wir es heute ganz regelhaft machen, eigentlich praktisch immer. Die Kollegen der Unfallchirurgie rufen uns recht früh an zu einem Repositionsversuch in Analgosedierung kommt es praktisch gar nicht mehr. Und wir kommen da recht schnell an. Innerhalb von 15 Minuten war ich dann da, habe kurzwirksames, wie ich es vorher beschrieben habe, Bupivacain, 1%ig 10 Milliliter. Der Patient war nach 10 Minuten dann er war schmerzfrei. Und bis dann auch die Muskelrelaxation so eingesetzt hatte, dass man ihn reponieren konnte, ging nochmal 5 bis 10 Minuten vorbei. Und hinterher habe ich dann einen sonografischen Pneumothorax ausgeschlossen und habe ihn so lange überwacht, knapp eine halbe Stunde, und Patient hat keine Dyspnoe entwickelt, sodass ich auch eine klinisch relevante Pfennigusparese ausschließen kann, wenn es zu einer halben Stunde mit Mepivacain nicht zu einer Dyspnoe aufgrund einer Pfennigusparese kommt, dann kommt die auch nicht mehr. Der Patient konnte dann nach 90 Minuten schmerzfrei entlassen werden. Und ein drittes Beispiel, wahrscheinlich das, was mir so mit am meisten die Augen geöffnet hat, weil es so eindrücklich war, liegt schon einige Jahre wieder zurück, weil es so eindrücklich war, möchte ich Ihnen gerne schildern. Es war ein Polytrauma-Alarm mit einem schweren Verkehrsunfall. Der Patient kam im Hubschrauber, hatte vom Notarzt schon 04 oder 05 Fentanyl bekommen, Ketanest, aber trotzdem hat der Patient noch über stärkste Schmerzen geklagt. Er hatte offensichtlich eine dislozierte Femurfraktur, in der es auch einiges eingeblutet hatte, war aber wach,
sehr agitiert, also man konnte kaum mit ihnen kommunizieren. Der Kreislauf war aber stabil und das E-Fast, das wir durchgeführt hatten, das war unauffällig. Es hat also nicht in irgendwelchen in den Körperhöhlen eingeblutet. Der Chirurg hat sich gewünscht, dass man schnell ein CT macht, um einfach größere Verletzungen auszuschließen. Mit den Worten, mach doch schnell mal eine Narkose, dann geht es ins CT. Das ist ein Satz, der mir häufiger in meinem Alltag entgegenkommt. Aber dass es bei so einem Patienten nicht einfach schnell eine Narkose gemacht werden kann, ich denke, es ist einleuchtend. Ich habe da viel Bauchschmerzen gehabt mit dem Stiffneck. Der war massiv agitiert. Konnte nicht eruieren, ob der also kurz vorher was gegessen hat oder nicht. Der war sowieso als nicht nüchtern einzuordnen und ich habe ihn mit einem erwartbar schwierigen Atemweg, ein hohes Risiko, eine Aspiration, habe ich dann die Narkose dann eingeleitet, bevor die Regionalsäse dann dazu kam. Das ist das zweite Beispiel. Der Patient, das ging dann gut. Die RSI war problemlos mit Videolaryngoskop, er war aber direkt danach kategoramienpflichtig, was am ehesten aufgrund des Blutverlustes und nun eine Sympathikolyse. Aber ich hatte sehr viel Bauchweh und wenn ich jetzt den gleichen Patienten oder einen ähnlichen Patienten den gegenüberstelle, hätte ich das so nicht mehr oder würde ich jetzt so nicht mehr machen. Ich hätte habe damals mit dem Chirurgen dann diskutiert, gib mir doch einfach 5 Minuten Zeit, was ein bisschen gelogen war, weil es 5 Minuten schon gedauert hatte, bis das ganze Material dann im Schockraum war, weil es war noch vor der Zeit, bevor wir unser Material in der Notaufnahme hatten. Also die Anästhesiepflege ist dann in den Aufwachraum gelaufen und hat das Material geholt, was nichts anderes war als eine Single-Shot-Kanüle und ein 20 Milliliter Ropivacaine 0375 war. Habe also mit dem Chirurgen diskutiert, jetzt gib mir 5 Minuten und dann gucken wir weiter. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann fahren wir leider, mache ich Narkose. Aber wenn ich jetzt Narkose mache, dann werden wir wahrscheinlich deutlich mehr Zeit verlieren als mit Regionalanästhesie. Nach weiteren 5 Minuten, der Block, der ging ganz schnell, und nach weiteren 5 Minuten war der Patient dann, das war wirklich sehr eindrücklich, wie man hat ihn richtig zuschauen können, wie der immer entspannter wurde, immer kooperativer und immer schmerzärmer wurde. Er wurde nie schmerzfrei. Das war aber auch gar nicht mein Ziel, sondern ich wollte einfach nur, dass der kooperativ wird. Wir konnten dann ganz ohne Narkose sofort nach diesen 5 Minuten ins CT, hatten dann nach der Traumaspirale klare Halswirbelsäulenverhältnisse. Er ging dann im Anschluss gleich in OP und wir konnten eine ganz normale, konventionelle RSI ohne Stiffneck durchführen. Der Opioidverbrauch war intraoperativ sehr gering und es war insgesamt problemlos. Und auch das ist wieder ein Beispiel, das ist wahrscheinlich das Beispiel, das mir so am meisten am Herzen liegt, weil die Unterschiede so frappierend waren. Und das war so eindrücklich, wie man diesen Patienten da praktisch minütlich hat zuschauen können, wie es ihm subjektiv besser gehen. Nur mal kurz zur Illustration, eine Femoralsblockade, das geht ja, ist eine relativ einfache Blockade, die recht oberflächlich stattfindet und ganz schnell geht. Man kann von Implant, man kann aber auch das Out-of-Plane machen und was man macht, ist einfach 20 Milliliter. Jetzt bin ich hier ein bisschen zu nah am Nerv, gehe ein bisschen zurück und jetzt halt initiiere ich das oder lasse ich initiieren das Lokalanästhetikum. Es ist vollkommen ausreichend, das Lokalanästhetikum über den Nerv zu platzieren. Das ist alles, was ich damals gemacht habe. Hat genau 2 Minuten gedauert und der Effekt war frappierend. Ein kurzes Wort würde ich gerne noch verlieren über Adjuvantien. Wenn man über ambulante Patienten spricht, dann ist es sicher auch sinnvoll zu reden, was kann man denn alles hinzugeben zu der Regionalanästhesie, um die Regionalanästhesie zu verlängern. Da gibt es mehrere Medikamente. Das ist wahrscheinlich am häufigsten gebräuchlich, ist Dexamethason. Das kann man intravenös oder perineural geben, allerdings da offline. Man kann Opioide jetzt mit dazugeben, Vasokonstriktoren, um den Abfluss von Lokalanästhetikum zu vermindern, um die Wirkung dann zu verlängern, also den Fall an Adrenalin. Oder man kann auch Alpha-2-Agonisten hinzufügen. Da stelle ich zur Diskussion, ob man da das noch ausbauen könnte. Was wir bei uns machen, ist hauptsächlich oder nicht hauptsächlich, einzig und allein Dexamethason intravenös. Dadurch wird die Wirkung signifikant verlängert.
bin aber durchaus offen, ob man auch nicht andere Substanzen mit dazugeben könnte. Allerdings ist das meiste davon off-label. Machen wir Single Shot oder Katheterverfahren, hängt ganz davon ab. Bei der vorher beschriebenen subkapitalen Humusfraktur wird man sicher einen Katheter legen. Ansonsten ist das überwiegend häufiges in Single Shot Verfahren. Es wurde auch mal untersucht, dass bei Traumapatienten die Kolonisations- und Infektionsrisiko erhöht ist, vor allem in der Femoral- und Axillarregion, sodass man da eher kritisch Katheter anwenden sollen. Aber das sowieso, die Frage stellt sich häufig eh nicht, dass das überwiegende Mehrheit an Blockaden, die wir machen, weil es ja häufig auch um ambulante Patienten sind, man sich handelt, sind Single-Shot-Verfahren. Ein kurzes Wort würde ich noch gern über das Compartment-Syndrom, also auch das ist immer wieder ein Diskussionspunkt. Compartment-Syndrom, wenn der Druck einfach im Gewebe den kapillaren Perfusionsdruck übersteigt und nach einem Hochenergietrauma meistens oder häufig im Unterschenkelbereich mit der Gefahr der Rhabdomyolyse, Nierenversagen, Nekrosen des Unterschenkels und eventuell sogar Verlust der Extremität. Warum erwähne ich das? Weil die Regionalästhesie hier immer noch zum Teil kontrovers diskutiert wird, weil der Schmerz als Diagnosekriterium angesehen wird von den Kollegen. Da gibt es aber meines Wissens zumindest keine belastbaren Daten dazu. Wenn der Schmerz nicht da ist, dann ist es relativ sicher, dass er kein Compartment entwickelt. Aber wenn ein starker Schmerz da ist, dann kann man auch nicht sagen, entwickelt er eins oder nicht. Und die Regionalästhesie wurde einfach als hinderlich angesehen, weil der Schmerz eventuell maskiert wird. Auch hierzu gibt es keinerlei Evidenz. Im Gegenteil gibt es einzelne Fallberichte, wo die Regionalästhesie nicht nur hinderlich war, sondern sogar dienlich war der Diagnostik, weil wenn ein gut funktionierender Ischiadikus-Katheter, was es in dem Fall meistens ist, auf einmal nicht mehr funktioniert und der Patient Schmerzen entwickelt bei einer niedrig dosierten Ropivacain-Rate, dann kann das schon als Hinweis gesehen werden, dass möglicherweise sich hier ein Compartment-Syndrom entwickelt. Da gibt es 3, 4 Fallberichte, die ich da dazu gelesen habe, aber noch keinen einzigen, wo die Regionalanästhesie das Compartment, die Diagnose eines Compartment-Syndroms verhindert hätte. Ein paar Überlegungen, die man sich noch bei ambulanten Patienten machen sollte, das haben wir auch mit unseren Chirurgen besprochen. Müsste denn hinterher die Durchblutungssensibilität und Motorik überprüfen? Ist das zwingend notwendig? Da haben zum Beispiel allen voran bei einer Reposition einer Schulterluxation. Da wurde uns aber gesagt, das muss nicht sein. Die Patienten sind auch sehr gut angebunden, werden bald wieder vorstellig in den Sprechstunden bei Ihnen. Regionalästhesie allgemein machen wir schon sehr, sehr lange bei elektiven ambulanten Operationen. Die einzige Ausnahme, die ich jetzt hier aber nennen würde, wo wir aufpassen müssen, ist bei der interskalinären Blockade. Das habe ich ja schon vorher kurz angesprochen. Vor allem, wenn es um die Fragestellung geht, Phrenikusparese und Pneumothorax. Aber beide Probleme können wir relativ sicher, relativ schnell ausschließen. Den Pneumothorax mit Sonographie sehr sicher, sehr, sehr sensitiv. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn man nach 90 Minuten, was in der Regel so der Aufenthaltsdauer von einem Patienten mit einer Schulterluxation ist, wenn man nach 90 Minuten mit Mepivacain 10 Milliliter keine klinischen Anhalt für eine Phrenikusparese hat, dann entwickelt er auch keine mehr und er kann aus meiner Sicht problemlos dann nach Hause entlassen werden. Wie machen wir das denn praktisch? Wir haben uns überlegt, wie werden wir dazugeholt. Unterm Tag ist der vorher schon angesprochene Oberarzt der Notaufnahme in der Regel da. Das ist ein Anästhesist, ein ehemaliger Kollege von uns, der sehr versiert ist in der Regionalanästhesie. Zu Dienstzeiten bekommen wir dann eine telefonische und schriftliche Konsilanfrage, damit das alles auch dokumentiert wird. In den Dienstzeiten kommt dann entweder der Vordergrund vom OP-Dienst oder der diensthabende Intensivarzt. Einer von beiden ist in der Regel sehr gut versiert in den Hauptblockadearten, nämlich interskalinäre Blockade, axilläre Blockade, femorales Blockade und Ischiadikus-Blockade. Aber auch ich komme da gern mit dazu. Ist immer sehr, sehr erfreulich, wenn man jemanden von seinem Schmerz so schnell und effektiv befreien kann.
das Ziel, was wir uns gesteckt haben, ist, das ganz analog zum Kreissaal zu machen, wie es schon, um den Kreis zu schließen zum Anfang. Also wir gehen in den Kreissaal innerhalb von 30 Minuten, lassen manchmal sprichwörtlich alle stehen und liegen. Und wenn kein anderer Notfall ist, gehen wir da auch sehr zügig hin. Und genau dasselbe Ziel hätten wir uns auch gesteckt für die Notaufnahme. Also dass wir innerhalb von 30 Minuten die regionale Sicherheit anlegen. Und dann stellt sich noch die Frage, wie ist das denn rechtlich? Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir jemanden einen interskalinären Block ohne Aufklärung möglicherweise vorher schon mit Sedierung versehen oder vom Notarzt schon mit Sedierung mit IV-Opioiden versorgt? Und da sehe ich das ganz analog auch zum Kreißsaal. Das ist, glaube ich, unsere ethisch-moralische Verpflichtung, den Patienten auch in einer Notfallsituation die effektivste und nebenwirkungsärmste analgetische Methode anzubieten. Und das ist aus meiner tiefen Überzeugung in den Fällen, die ich jetzt Ihnen hier beschrieben habe, die Regionalanästhesie. Wie haben wir die Logistik bewerkstelligt? Wir haben einen eigenen Schrank bekommen vom Notaufnahmeteam mit einer Kopie der Utensilien, die wir auch im Aufwachraum haben, wo wir sonst in der Regel unsere Regionalanästhesien anlegen. Wir brauchen noch keine Anästhesiepflege dazu. Der unterstützt uns für das Vorbereiten und für die Punktion selber unterstützt uns die Notaufnahmepflege. Die Leistungserfassung geht über die Konzilstellung und es stehen immer zwei recht hochwertige Sonographiegeräte in der Notaufnahme. Die Blockaden, die wir da anlegen, problemlos möglich sind. Das ist so ein Schrank, wo der nur uns gehört. Hier noch eine kurze Übersicht über unsere Dosierungen und Indikationen. Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Das ist eine kurze Übersicht mit den Jahren, der verschiedenen Farben und welche Blockaden haben sich wie entwickelt. Ganz frappierend. Beim FECB sieht man das, die Entwicklung sehr gut. 15, 16, 17 hatten wir gar nichts und jetzt kommen jedes Jahr werden es mehr. Es sind sicher noch ein paar Dunkelziffern, die Dokumentation und die Erfassung ist sicher noch hier und da ein bisschen lückenhaft. Auch bei den interskalinären Blockaden, das sehen Sie hier, haben wir schon immer relativ häufig gemacht, vor allem bei den Schulterluxationen. Erektorspineblockaden auch am Anfang gar nicht, das kommt jetzt langsam in Fahrt. Femoralisblockaden und auch Axillärblockaden, das habe ich Ihnen vorher schon versucht zu erklären, dass der Kollege das relativ häufig macht bei den Reidus-Frakturen. Ich möchte, was sind hier noch für Möglichkeiten oder was habe ich denn eigentlich nicht erwähnt? Und zwar absichtlich nicht erwähnt, ist das akute Abdomen. Das ist eine häufige Konsultation in der Notaufnahme. Da bin ich auch selber noch nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen, was da jetzt da sinnvoll ist zu machen in einer Akutsituation. Soll man da Bauchwandblockaden anwenden? Soll man das mit IV-Opioiden behandeln, bis die Diagnostik steht? Da bin ich selber noch nicht ganz zu einem Schluss gekommen. Zukünftige Möglichkeiten sind diese Peng-Blockade, die sehr interessant klingt mit seinen Vor- und Nachteilen. Die würde ich gerne mal ausprobieren, wie die Serratus anterior Plane-Blockade bei den Ripin-Serien-Frakturen, die interessiert mich sehr, wie die so dasteht als Alternative zur Elektrospine-Blockade. Und möglicherweise auch noch kann man die Adjuvantien noch ein bisschen ausbauen. So dass ich jetzt schon, ist gut gesagt, zum Fazit komme. Schmerzen sind häufig unterbehandelt, da gibt es ganz klare Hinweise dafür. Aber es ist genauso klar, dass sie schnellstmöglich und möglichst effektiv behandelt werden sollten, um Nachteile für den Patienten, sei es kognitive Dysfunktionen, sei es Chronifizierung des Schmerzes, zu verhindern. Medikamentöse Analgesie ist häufig nicht zielführend oder nicht ausreichend und die Regionalanästhesie hat ein riesiges Potenzial als effektive, schnelle und Methode und ohne systemische Nebenwirkungen. Und das eben nicht erst im Operationstrakt, sondern möglicherweise schon, wenn die Patienten das Krankenhaus betreten. Es können ganz sicher unnötige Analgesierungen, möglicherweise auch Notfallintubationen mit
potenziell katastrophalen Komplikationen vermieden werden. Es können unnötig lange Schmerzzustände vermieden werden. Habe ich schon vorher erwähnt, schmerzbedingte kognitive Störungen oder die Chronifizierung. Und was mir auch ganz wichtig ist, es schadet auch nicht, wenn wir auch vor Ort in der Notaufnahme, wo wir sonst nur im Schockraum vor Ort sind, auch mit den Kollegen die interdisziplinäre Arbeit, Zusammenarbeit ausbauen und das Wissen von beiden Disziplinen, der Chirurgie und der Anästhesie zum Wohle des Patienten über die Schockraumversorgung hinaus ausbauen. Damit möchte ich auch meinen Vortrag beenden, möchte als letzte Folie noch eine Einladung von der Firma Paion für den nächsten Vortrag, wo es im Anfang Januar um PEX-Blockaden bei der Mama-Chirurgie geht. Möchte mich bedanken für die Aufmerksamkeit und sehe auch hier schon, sind einige Fragen, die ich dann gerne beantworten möchte. Oder Herr Müller, möchten Sie noch was kurz vorher sagen? Nein, Sie, genau, wir beantworten jetzt am besten noch die Fragen. Okay. Dann mache ich nachher noch meinen. Okay, die Fragen können Sie nicht sehen, die sehe jetzt ich hier und ich werde einige auswählen und frage einfach darauf los. Legen Sie bei Ihnen in der Klinik nur die Anästhesisten, die Regionalassi oder auch die Chirurgen? Das ist eine sehr gute Frage, das wurde mir kurz diskutiert. Wir sind aber in der ganz klaren Überzeugung, dass das ein Gebiet sein, das den Anästhesisten vorbehalten werden sollte. Ich denke nicht, dass es gut ist, wenn Chirurgen vereinzelt Blockadetechniken anwenden, mit der sie nicht so viel Erfahrung haben. Also das haben wir uns ganz klar dazu entschieden, das nur in Anästhesiehand zu lassen. Das zudem. Hat der FECB wirklich einen Vorteil gegenüber einem Nervus femoralis Block mit einer gegebenenfalls zusätzlichen Nervus cutaneus femoris lateral Blockade? Prinzipiell kann man sagen, wenn man wirklich den Femoralis erwischt, den erwischt man in der Regel schon, aber der Nervus cutaneus femoris lateralis, der macht doch, ist manchmal schon sehr, sehr anspruchsvoll, sonografisch zu sehen. Man kann das mit Landmarken dann machen, das geht schon. Und wenn man die beide erwischt, hat der FECB wahrscheinlich keinen Vorteil. Wenn man aber wie ich noch immer so eine minimale Resthoffnung hat, mit einem hohen Volumen vielleicht doch den Nervus obturatoris oder den akzessorischen Anteil vom Nervus obturatoris zu erwischen, dann könnte man sich vorstellen, dass ein kleiner Vorteil. Aber es ist einfach so, dass man den obturatoris nicht erreichen werden, sodass man, wenn man den, um Ihre Frage zu beantworten, wenn man den Femoralis blockiert und den cutaneus femoris lateralis, hat man den gleichen Effekt wie eine FECB. Nächste Frage, was ist mit einer eingeschränkten neurologischen Beurteilbarkeit, wenn man in der Notaufnahme vor Reposition eines ISB macht? Jetzt muss ich kurz die Frage nochmal lesen, ob ich sie verstanden habe. Also ich weiß nicht genau, wie das, ob das jetzt peripher neurologisch oder zentral neurologisch gemeint ist. Bei beiden habe ich keine Probleme, einen interskalinären Block zu machen. Wenn vorher schon neurologische Defizite bestehen, dann würde ich das ganz sorgfältig dokumentieren. Ansonsten hätte ich da auch kein Problem, den ISB zu machen. Nächste Frage. Das ist weg. Nee, hier ist sie. Wie sieht es denn aus mit infraklavikulären Zugang bei Radiusfrakturen? Da spart man sich mit Einschränkungen das Auslagern des Armes. Ist ja schmerzhaft, das sehe ich genauso. Ist überhaupt... Wir haben mehr Erfahrung mit axillären Plexusblockaden, aber die infraklavikuläre Blockade ist genauso gut. Der Axplex ist nur der erste Block, den unsere Assistenten in der Regel lernen und damit haben sie die meisten Erfahrungen. Aber muss ich Ihnen zustimmen, der infraklavikuläre Zugang ist genauso gut. Gibt es keine Unterschiede. Warum langwirksames Lokalanästhetikum für eine Radiusreposition? Hier macht doch Armpressen. Das habe ich nicht verstanden. Aha, der Kollege schlägt vor, dass man Nervus medianus und radialis am Unterarm blockiert. Auch das
kann ich so unterstützen, macht genauso Sinn. Wieder das gleiche Argument wie vorhin. Das ist jetzt keine Blockade, die unsere Assistenten im Alltag häufig machen, dass man die Endäste des Plexus brachialis einzeln blockiert. Das dauert auch länger, sodass die Axplexis das einfachste Verfahren, das schnellste Verfahren, das Verfahren, womit meine Kollegen am meisten Erfahrung haben. Und damit sollte man auch arbeiten. Welche Laufrate nutzen Sie beim Erektorspinekatheter? Gut, dass Sie das fragen. Stimmt, das habe ich vergessen. Wir nutzen da überhaupt keine Laufrate, sondern wir spritzen den 2 bis 3 Mal am Tag auf mit 30 bis 40 Milliliter 0,2%igen Ropivacain. Da kommt unsere Painus dann die nächsten Tage und spritzt die Katheter auf. Also ist generell bei Faszienblockaden ist eine Laufrate in der Regel nicht zielführend, sondern wir werden versuchen, mit 2 bis 3 Injektionen pro Tag mit einem relativ hohen Volumen, weil das ja alles Volumenblockaden sind, die Katheter zu bedienen. Nächste Frage. Gefährlich ist es ja oft in geriatrischen Patienten, welche häufig präklinisch oder zu Beginn in der Notaufnahme Opiate erhalten hatten, per Regionalanästhesie den Schmerz zu klauen und dann das Opiat plötzlich hochwirksam werden zu lassen und in die Atemdepression rutschen zu lassen, wenn der Schmerz komplett nachlässt. Wie geht man damit um? Auch das ist eine sehr gute Frage. Da gebe ich Ihnen recht, zumindest was die interskalinäre Blockade bei der subkapitalen Humerusfraktur beispielsweise betrifft, weil man den Schmerz dann tatsächlich komplett nimmt. Das ist wieder situationabhängig zu evaluieren, wie viel Opiate hat denn der Patient gehabt, und der Patient wird dann nicht direkt nach Anlage der Regionalanästhesie sofort auf Normalstation verlegt, sondern er wird immer noch eine halbe Stunde bis Stunde in der Notaufnahme beobachtet. Und ich denke, es ist sicher zu sagen, wenn ein Patient nach Anlage im Schmerzfreiheit nach einer Stunde keine Zeichen einer Opiat-Überdosierung hat, dass da keine Gefahr mehr droht. So denke ich dann darüber zumindest. Eine letzte Frage. Unsere Chirurgen wollen nicht, dass wir einen FECB stechen bei Patienten, die noch eine Hüft-TAP bekommen. Sie haben Sorge, dass wir nicht steril genug arbeiten und Keime in ihr spätes OP-Beginn verschleppen könnten. Kennen Sie solche Diskussionen? Also die kenne ich sehr gut, jetzt nicht unbedingt beim FECB. Unsere Chirurgen möchten gerne, dass wir den machen. Ich würde auch nicht einverstanden mich zeigen, dass wir in deren OP-Gebiet sind. Wir stechen ja unterhalb der Fascia iliaca, überhalb des Musculus iliacus, und die Operation findet ganz woanders statt. Eine berechtigte Diskussion würde das bringen bei der neuen Peng-Blockade oder der relativ neuen Peng-Blockade, wo ich selber ein bisschen zurückhaltend bin, weil ich diese Diskussion gerne aus dem Weg gehen möchte. Aber ich kenne die Diskussionen, aber ich muss sagen, dass unsere Chirurgen hier nicht nur nichts dagegen haben, sondern gerade den FECB explizit möchten, weil die Patienten einfach hinterher schlichtweg besser führbar sind. Also ich kenne die Diskussion, aber die gibt es bei uns so nicht. Habe ich noch eine vergessen? Geben Sie Clonidin perineural oder intravenös? Clonidin verwenden wir jetzt zur Substitution bei Regionalanästhesie jetzt nicht, aber ich habe da gar nichts dagegen, und das kann man sehr, sehr gut machen. Wenn wir es geben würden, würden wir es wahrscheinlich intravenös geben, aber es kommt jetzt als Verlängerungstool für die Regionalanästhesie bei uns nur Dexamethason zum Einsatz. Und als letzte Frage, glaube ich, ist es egal, ob man die oberflächlichere oder tiefere Faszie beim Serratus anterior aufspritzt? Ich habe keine praktische Erfahrung mit, aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die das machen, und die sagen, es ist ganz klar kein Unterschied, ob man über oder unterhalb des Serratus anterior die Regionalanästhesie setzt. Also der Effekt ist identisch, ist das, was mir die Kollegen sagen. Ich, wie gesagt, habe noch keine praktische Erfahrung damit. So, die letzte Frage. Gut. Dann möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Hoffe vielleicht sogar, dass der eine oder andere sich überlegt,
auch mal in die Notaufnahme zu gehen und oder möglicherweise sogar das auch systematisch umzusetzen. Ich kann das nur empfehlen. Also wenn ich das noch als Schlusswort sagen darf. Am Anfang haben wir gefragt, warum machen wir das eigentlich nicht? Und jetzt fragen wir uns ja, warum haben wir das eigentlich nicht schon viel, viel früher gemacht? Die Vorteile sind auf der Hand. Und ich möchte das nicht mehr aus meinem Alltag missen. Bin überzeugt auch davon, dass die sowohl die Patienten als auch die Kollegen vor Ort davon profitieren. Vielen Dank. Wir danken, Herr Sackmeister. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns hier heute Abend geteilt haben. Es sind auch noch fast alle dabei geblieben. Also das ist immer das beste Zeichen für hochinteressante Webinare bei PAJUNG. Praxisnahe Webinare, das ist auch das, was wir im neuen Jahr dann 2022 uns auf die Fahne geschrieben haben und fortführen wollen. Deswegen bleibt mir jetzt an dieser Stelle eigentlich nur noch der Hinweis, der Herr Sackmeister hat es bereits vorweggenommen, auf unser erstes Webinar im neuen Jahr, 10. Januar, nicht am ersten Montag also, weil aufgrund der Feiertage oder der vielleicht noch Neujahrswehwehchen verschieben wir das um eine Woche und fangen dann erst am 10. Januar an mit Professor Dr. Wiesenack aus Freiburg und seinem Vortrag zum PEX-1 und PEX-2-Block in der Brustchirurgie bei Mammakarzinom. Den Link dazu finden Sie wie immer auf unserer Homepage oder wird Ihnen dann durch unseren PAJUNG-Außendienst zugeschickt, zur Verfügung gestellt. Bevor wir jetzt noch eine letzte Umfrage für heute Abend starten, wo Sie uns dann oder das Webinar heute Abend bewerten können, wünschen wir Ihnen erstmal noch alles Gute, Ihnen und Ihren Familien frohe Vorweihnachtszeit. Und dann freuen wir uns darauf, Sie alle im neuen Jahr wieder bei unseren Webinaren begrüßen zu dürfen. Ich starte jetzt die Bewertung und wünsche Ihnen heute Abend noch erstmal einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.